Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen New In, nenne ich es einfach mal. Ich habe ganze 4 Sachen in letzter Zeit gekauft. Wahnsinn, ne? Die habe ich hier bestimmt schon seit 2 Wochen rumliegen. Die wollte ich euch unbedingt zeigen, bevor ich sie wegräume. Und dann habe ich ein Paket von der Evelyn bekommen. Das wollte ich jetzt auspacken mit euch und euch zeigen, was ich da so Neues bekommen habe. Aber zum einen die 4 Sachen. Die habe ich gerade eben schon benutzt. Und zwar habe ich, ich weiß nicht, das ist schon Ewigkeiten her, da hat mir auch irgendeine Zuschauerin gesagt, dass die gut ist. Und dann meine Arbeitskollegin hat mir auch gesagt, dass das gut ist. Und dann habe ich mir gedacht, boah, kauf es die. Vor allem gibt es das bei Amazon relativ günstig. Ich glaube, dieses Rücken- und Nackenbalsam mit Teufelskralle von Kneipp, das gibt es da, glaube ich, für 3 Euro. Also ich habe für beide Kneipp-Sachen für Rücken, habe ich noch keine 6 Euro bezahlt mit Prime. Finde ich super. Und diese hier habe ich heute Morgen verwendet, weil ich Rückenschmerzen hatte. Und die wird richtig schön angenehm warm. Nicht heiß oder so wie irgendwelche Voltaren-Sachen. Zum Beispiel, es gibt Leute, die können Voltaren nämlich nicht vertragen. Die übergeben sich davon, kenne ich so ein paar. Deswegen, das ist ja auf Naturbasis hier das Kneippzeug. Und ich habe es sehr gut vertragen und mein Rücken 1A gerade, voll geil. So, und dann habe ich das Rücken wohl auch mit Teufelskralle, den Badezusatz. Und ich schnupper mal dran, weil ich habe noch nicht geschnuppert. Das ist halt die übliche Flasche von Kneipp, ne? Und es riecht sehr kräutrig tatsächlich. Ja, aber wenn es hilft, ne? Ich bin gespannt drauf und das werde ich halt benutzen. Und Guido, wenn wir halt Rückenschmerzen mal haben. So. Und dann habe ich letztens, weil ich gehe meistens bei Lidl einkaufen und ich weiß nicht, wo es war, aber ich habe bei irgendeinem Video habe ich dieses Produkt hier gesehen, dass es halt sehr gut sein soll. Das ist von Cien, ich denke Cien, ne, ist ja glaube ich Spanisch. Cien heißt es nicht 100, naja, egal. Da ist halt das tägliche Waschpeeling, fand ich irgendwie interessant. Da steht zwar Milchhaut drauf, aber für, ich glaube, 1,30 Euro kostet das, habe ich gedacht, probiere es trotzdem mal aus. 0% Seife, aus Liebe zu meiner Haut, keine Ahnung. Ich werde es ausprobieren und werde euch berichten. Und das hier gab es umsonst, weil mit dieser Lidl-App, da bekommt man öfter, wenn man dann halt regelmäßig einkommt, bekommt man Punkte und so weiter, dann kann man sich immer wieder mal was gratis, ab einem Einkaufswert zum Beispiel von 35 Euro, weil mein Wochenkauf ist eh über 35 Euro. Und da konnte man sich hier diese Baby-Arschtücher, konnte man sich umsonst dazu nehmen und die werde ich jetzt hier hinlegen zum Swatches entfernen. Kann man ja gebrauchen, bevor, ne? So, und jetzt kommt schon das Paket und das ist ordentlich groß, würde ich jetzt mal behaupten. Oh, das hier. Ich stelle das mal eben hier hin. Hallo? So werde werde ich das umdrehen, weil das ist so eine Art, was ist das? Ich habe keine Ahnung. Oh nein, meine Palette ist runtergefallen. Ich hoffe, sie hat überlebt. Oh Gott. Oh oh. Bitte. Boah, krass, sie hat überlebt, nur der Deckel nicht. Boah, ich hab die hier liegen. Gut, der Deckel ist gebrochen, das ist natürlich scheiße, aber... okay, die muss ich unbedingt mal aufschreiben. Ich dumme Nusche, ich lasse auch alles hier liegen. So, mein Lappen. Ja, ich werde das Paket jetzt öffnen. Verkehrt rum zwar, aber ich denke, das ist für mich so besser zu hantieren. Ja, wenn ich es denn aufkriege. Ein Moment. Es ist auf jeden Fall schwer. Och Mann, geh doch auf. Da hat die Evelyn das aber gut zugeklebt, hey. Also die Evelyn, die hat das mir übrigens einfach so zugeschickt, weil sie meint, dann hast du wieder Trash und so. Das finde ich natürlich sehr geil. Ich habe nämlich einiges geplant. So, ich glaube, dass es jetzt aufgehen sollte. Oh, komm schon. Ich glaube, eine Ecke fehlt noch. Oh. Komme ich hier noch ans Schwitzen? So. Ne? Oh, ich glaube, ist da was ausgelaufen? Oh, oh. C. Oh. Ja, aber hier ist tatsächlich irgendwas ausgelaufen. Seht ihr das? Ja, gucken wir uns mal an. Und sie hatten mir Boxen da reingelegt. Ich liebe Boxen. Ich hole mir die mal alle raus. 2. Oh mein Gott. Oh. Oh. Oh mein Gott. Ich verteile das Gewicht gerade in dem Karton sehr schlecht. 3. 4. Ich glaube,
Nee, hier ist nicht der Übeltäter. Oh Gott, die Boxen sind ja schön. Oh, eine Tasche. Oh mein Gott, ich zeige euch gleich alles. Oh mein Gott, ich hole erstmal alles raus. Also alles, was ich so auf Anhieb für... Ah, ich glaube, das war der Übeltäter, oder? Kann das sein? Na, egal. So. Taschentücher. Taschentücher. Die sind immer gut. Komm, ich fange einfach an mit diesen Sachen, die hier so drin sind. Bevor ich hier gleich keinen Platz mehr habe. Sie hat mir so eine kleine, so ein kleines... Oh, ich bedanke mich jetzt schon mal. Das sieht jetzt schon geil aus. Mit so Sachen drin. Finde ich super. Oh. Und zwar zum einen Revolution Lip Gloss. Sehr cool. Das sieht nagelneu aus, das Schätzchen. Langhaarmädchen Haarkur. Ich glaube, die darf ich nicht benutzen, aber ich habe Verwendung dafür. Es ist auf jeden Fall einiges in Planung. Da könnt ihr euch auf jeden Fall schon mal drauf freuen. Facial Sheet Mask. Boah, das sind ja lauter cooler Sachen. Noch eine. Hammer. Und dann, was ist das? Anti-Aging Cream. Das ist so eine Packung. Mann, da sind so Dinger drin hier. Okay, werde ich verwenden. Cool. Danke. Oh. So, jetzt machen wir einfach mal das hier. Da haben wir Duschcreme Softcare. Sowas probiere ich gerne aus. Ansonsten nehme ich das nämlich gerne im Handseifenspender. So, dann das nächste. Da haben wir eine... Ein Darf regenerierende Body Lotion wird auch verwendet. Ich freue mich. So, dann ein Deo. 8x4 Clear Rose. Und Trockendeo. Ich liebe Trockendeo. Und das riecht wirklich nach Rose. Oh, das war schön. Aber 8x4 ist, glaube ich, nicht so... moralisch, glaube ich, ne? Aber egal, ich, wenn man das hier drin hat, nehme ich es natürlich. Rexona Maximum Protection. Ist das benutzt? Vielleicht ist das mal ein bisschen komisch, wenn das schon mal benutzt ist. Aber es sieht, glaube ich, nein, ich glaube nicht. Es hat jetzt ein bisschen gedauert, bis es gerollt hat. Kannst du mir mal sagen, ist das benutzt? Weil ihr weißt schon, so unterm Arm und so, ne? Ja. Dann, oh, guck mal, ich liebe ja, wenn das so mit Liebe verpackt ist. Ne? Ich bin da ja voll die Niete in sowas. Ne? Ja, zum einen haben wir hier, wenn schwitzen, hier die habe ich schon mal, das ist halt so, sind so Schweißtücher. Dann Maske mit Aktivkohle. Dann haben wir hier so ein paar ja, Pröbchen, die tue ich immer super gerne. Ah, guck mal hier, die habe ich heute sogar benutzt, die Synchro Glow Foundation. Das ist nämlich... Die hier. Tue ich immer super gerne in, ja, wenn ich irgendwas verkaufe und so weiter. Ich gucke mir die Nummer selber kurz so ein bisschen durch. Die hier hatte ich auch schon mal. Das sind so diese Aquacolonia-Tücher. Coco Loco Peeling Maske. Nee, Zuckerpeeling. Oh, dafür sitze ich selber. Ach, guck mal, so Haarparfüm-Sachets. Oder von mehrere. 4 Stück. Ich weiß nicht, ob ich das benutzen darf, aber das muss ich gleich mal direkt nachgucken. Noch, ach, guck mal, noch mal, wovon sind diese Masken? Sind die von, wartet, vielleicht steht das ja da drauf. Von, aus den Niederlanden. Ich denke mal, dann sind die von Action, ne? Vielen Dank. Clay Sheet Mask, auch cool. Oh. Und dann haben wir hier noch Milk Make-up. Sagt mir auch nichts. Aber das sind so, ne, kann man sich mischen. Cool. Was bist du? Ach, sowas mag ich. Das sind diese Tonerden-Duschgele. Die mochte ich, mag ich, wie auch immer. Ich glaube, das hier ist... Ach, guck mal. Ich grab gerade unter den ganzen Zebras und da sind noch Süßigkeiten. Und, oh, ich glaube, da ist noch ein Brief. Ja, da ist noch eine Karte. Hallo, liebe Jenny, es ist mal wieder soweit. Bei mir hat sich einiges angesammelt. Dann schicke ich dir jetzt ein Überraschungspaket. Ich hoffe, du hast viel Freude damit. Du kannst damit machen, was du möchtest. Mach weiter so wie bisher. So mögen wir dich. Ganz liebe Grüße und bleib gesund, Evie. Ich bin mir gerade gar nicht sicher. Wartet mal, ob das... Weil ich wusste von einem Paket und da steht ja jetzt Überraschungspaket. Ich... Wartet mal. Das muss ich jetzt aber mal nachgucken. Wo war das denn, wo man mir geschrieben hat? Hier. Nein, das ist die gar nicht.
ist eine andere. Ich wusste von einem Paket, was kommt, aber das war von der Simone. Und das hier ist die Evelyn. Okay, vielen Dank. Hammer, ich... Ja, dann habe ich hier ein, so ein, wie nennt man das, so ein Hand Sanitizer. Sehr niedlich sind die, oder? Davon habe ich auch schon mal eins. Orange. Ja, ich liebe Hand Sanitizer. Stehe ich voll drauf. Und jetzt habe ich hier, warte mal, hier ist was zum Mampfen. Hier ist was zum Mampfen. Guck mal hier. Nature Valley, die mag ich. Die sind von Rossmann, glaube ich. Also die kaufe ich zumindest sowas in der Richtung bei Rossmann. Dann haben wir hier Popcorn und Kinderkarts. Da freut sich mein Freund. So, jetzt werde ich hier weitermachen. Ich habe hier nämlich noch, ich denke, dass das ein bisschen ausgelaufen ist. Aber das ist nicht tragisch hier. Ist da noch was? Nee, das war einfach ein Zebra. Totes Meer, Salz, ja, das ist das. Hier oben ist ein bisschen ölig, aber das ist nicht schlimm. Ich liebe es. Ich finde es super, das Zeug. So, jetzt mache ich mal, guck mal, ich habe eine Tasche bekommen. Ich sag mal, pinke Streifen sind zwar jetzt nicht so meins, aber irgendwie finde ich die nett. Die ist richtig cool. Mal gucken, also fühlt sich so an. Guck mal, da ist nämlich noch so ein langer, ah, guck mal, der Trageriemen ist doch super. Den finde ich cool. Vielen Dank. Dankeschön. Warum kriege ich eine Tasche? Mensch. Cool, danke sehr. Die sieht echt nett aus. Also was ist nett? Die ist super, die ist schön. Freue ich mich drauf. Ja, und jetzt kommen wir zu den offensichtlich prall gefüllten Glossy-Boxen. Kann ich das Band noch benutzen, wenn ich da mit einer Pinzette dran gehe, um das zu öffnen? Ich habe gerade mal geguckt, ob ich überhaupt aufnehme. Hatte gerade einen leichten Schreck bekommen. Voll niedlich. So, die tun wir mal an der Seite, weil die kann ich mit Sicherheit noch gebrauchen. So, Zewa. Zewa, Zewa. Sehr gut gepuffert. Oh Gott. Hammer. Hammer. Also, das ist Box Nummer 1. Ich werde bekloppt. Tue ich mal eben hier ein bisschen türmen. So. Ein Lippenstift von diesen Busy Bees, die kenne ich, die mag ich eigentlich. Da ist doch Busy Bee, ne? Warte. Nee, Burt's Bees. Burt's Bees. Aber das ist aber eine schöne Farbe. Das ist eine schöne Farbe, die werde ich behalten. Ich mache direkt mal meinen... Das kann ich hier hinstellen, dann kann ich das wieder... Werde ich meinen Schub... Oh. Ja, mein Schublädchen ist gut. Oh, geh auf, du. Oh. So, das kommt da rein. Dann Fiber Plaque Shampoo. Ich weiß es nicht, ob ich das benutzen darf. Ich werde es mir mal genauer angucken. Revolution Pro Full Cover Coverage Foundation. Die sieht aber sehr dunkel aus. So, jetzt noch. Ja, oh, sehr dunkel. Sehr, extremst dunkel für mich. Kann man schon fast als Bronzer verwenden. Wo ist mein Handtuch? Mhm. Aber der Lippenstift, der sieht ja schön aus. So, dann haben wir hier was in Zewa eingehülltes. Oh, echt jetzt? Geil! Liquid Glow, das habe ich gerade aufgebraut in meinem Rolling. Vielen Dank! Cool! Oh, krass. Mint Bare Minerals Complexion Rescue Tinted Moisture. Das ist doch das, was die liebe Melo Flori so gerne verwendet. Jetzt darf es nur nicht zu dunkel sein. Ja, und die Farbe sieht gut aus. Ich glaube, das ist eine Farbe, die was für mich sein könnte im Sommer. Seht ihr das? Vielen Dank. Ah, die riecht auch gut. So, guck mal dahin. Huda Beauty. Ein Lipgloss. Oh Gott, der ist ja nur geswatcht oder so. Oh, die Farbe ist aber auch geil. Von Huda Beauty ein Liquid, also ein Dings hier. Ihr seht schon. Oh. Dann L'Oreal Lip Paint Matte. Ist der auch nur geswatcht? Auch eine geile Farbe. Aber da musst du mir mal sagen, ob die, inwiefern die benutzt sind, Liebes. Also das würde mich mal interessieren. Essence in Love with Rose. Auch niedlich. Oh, da ist was rausgekommen. Das drücke ich mal eben wieder rein. So. Guck mal, wie niedlich. Auch hübsch, oder?
Die hatte ich schon mal. Die habe ich allerdings weitergegeben von Essence. Die ist... Salut Paris. Weil, ich sag mal, ist auch so rosé-lastig. Ne? Habe ich ja ab und zu mal drauf, aber sehr selten. Dann Revita Lift Filler von L'Oreal. Man drückt wahrscheinlich hier oben drauf und dann kommt was raus. Oh, das ist so... Oh, das fühlt sich aber gut an. Wird benutzt. Ich glaube, ich muss mal eben ein bisschen was abmachen. Oh, ich freue mich gerade wirklich volle Kanne, weil ich damit nicht gerechnet habe. Wie gesagt, ich habe, als ich gehört, also gesehen habe, ich krieg was, es ist was in der Packstation, habe ich gedacht, das wäre von Simone. Ja, dann Riva Loves Me Maximal Definition Mascara für perfekte Trennung. Die Bürste sieht so aus. Schaut gut aus, werde ich auch mal benutzen, werde ich mir direkt hier hinten, um sie zu verwenden. Revolution Concealer, ich denke ich, ne? Nee, Eye Primer, werde ich auch mal verwenden. Lege ich mir direkt hier hin. Von Catrice, so einen Concealer, habe ich irgendwo schon einen. Das sind nicht meine Concealer, hier sind meine Concealer. Da hinten, welche Farbe habe ich denn hinten, ne? Nur so... Das ist die Nummer 10 und das hier ist die Nummer 5. Also noch heller. Geil. Okay. Freue ich mich drauf. Das ist dieses hier. Werde ich mir auch direkt aufschreiben. Ja, die habe ich schon ein paar Mal bekommen. Fand ich jetzt so lala, deswegen geht die weiter. Dann ein Lip und Cheek Cranium. Okay. Ich glaube, das mag ich aber. Guck mal, wenn das so verblendet, sieht das so aus. Okay. Dann noch eine Mascara, glaube ich. Essence Volume Hero Waterproof Mascara. Werde ich mir... Also ich mag nicht so gerne Waterproof, aber ab und zu darf es mal. Deswegen tue ich das auch direkt da rein. Riva Loves Me Eyebrow Conditioning Primer. Was ist denn das Schönes? Conditioning Primer. Okay, guck mal, das ist so, so. Und hier vorne ist dann so ein Dingenskirchen dran. Seht ihr das? Das sind so, ich weiß gar nicht, ich habe meine Kamera scharf, ich sehe das nicht. Keine Ahnung, was soll denn da tun? Vereint Primer und Conditioner in nur einem Produkt als Primer unter dem Augenbrauen-Make-up auftragen. Okay, werde ich auch direkt hier hin tun. Okay, geil, was es nicht alles gibt. So Susan, ein Highlighter-Powder. Mach ich direkt mal auf, das ist in so einer Verpackung hier drin. Highlighter-Puder. Das ist ein Bronzer oder so, aber ich muss da reingehen. Irgendwie interessiert mich das gerade sehr. Oh, der sieht aber schön aus. Den werde ich mal benutzen. Oh mein Gott, wohin wieder mit dem Zeug? So, dann einen Revolution Lip Gloss. Das sieht auch nur geswatcht aus. Guckt mal. Hammer. Dann Kamerapowder. Setting Powder. Noch nie gesehen. Bestimmt nicht aus irgendeiner Box. Und ich gucke ja selten Unboxing, so Beauty-Boxen, deswegen bin ich da nicht up-to-date. Das sieht aber gut aus. Das werde ich auch mal verwenden. Das scheint mir auch nicht viel Gramm. 5,5 Gramm, doch. Sieht gar nicht so viel aus. Wird aber hier reinkommen. So, das hier werde ich weitergeben, weil das sind so nicht meine Farben. Das sind ist so Rouge. Es kommt in der Kamera sehr nude rüber, ist aber relativ pink. Aber vielen Dank. Aber wie gesagt, es sind einige in Planung. Ich freue mich drüber. Eyelash Serum für Wimpern. Ich weiß nicht, ob ich genau das auch noch, wie heißt es, da habe. Weil ich habe so ein paar Lashes Wimpernserum. Serien habe ich nämlich im Backup. Wird aber auch landen. Dahin. Dann... Eiko, das ist so eine Mascara, finde ich auch super. Tue ich auch hier hin. Die habe ich schon mal aufgebraucht.
Und was haben wir denn hier? Ist das der CRT? Oh yeah, danke. Das ist im Moment einer meiner Lieblings-Eyeliner. Ich sag mal, die eine Seite, dieses Stamp, benutze ich nicht, aber die andere Seite finde ich mega. Komm raus, du. Gerade nicht da raus. Muss ich die andere Seite auch noch öffnen, um da raus zu drücken hier. So. Ja, das ist er. Mega cool, vielen Dank. Da freue ich mich super drüber. Der kommt in meinen Backups. Danke. So, der kommt hier hin. So, erste Box empty. Vielen Dank schon mal. Es ist geil. Ich freue mich voll. Das mal dahin. Oh, Box Nummer 2. So, dann machen wir wieder mit der Pinzette auf. Ach Mensch, ich freue mich mega. Das letzte Zuschauerpäckchen ist tatsächlich schon ein bisschen was her. Würde ich jetzt mal so sagen. Gefühlt. Ne, deswegen. Ah, ich freue mich. Boah, die sind auch schwer. So, der erste Blick. Ich hole mal kurz die. Ach, guck mal, wie niedlich. Oh Gott, süß. Ich hole mal eben die Taschentücher raus. Also die Cevas. Boah, guck mal. Auch wieder prall gefüllt. Oh Gott. So. So, ich glaube, ich mach mal meine Schublade für Trash auch auf. So, das hier habe ich schon und ich finde es super. Das ist so ein, obwohl vielleicht ist es hier, doch, das ist das. Der Highlighter ist einfach nur unglaublich schön. Ja, und das Rouge, damit konnte ich jetzt nichts anfangen, aber ich habe diese Palette, sage ich jetzt einfach mal, trotzdem in meiner Sammlung, weil dieser Highlighter, ich weiß nicht, ob ihr den erkennen könnt, der ist einfach so ein geiler Wet-Look. Finde ich, oh, so schön. So, mach mal eben wieder weg. So, dann So Susan Mineral Blush. Ja, den habe ich schon ein paar Mal gehabt, habe ich aber weitergegeben. Hier kommen Gott sei Dank ein paar Produkte, wo ich dann nicht noch anbauen muss. Multitalent Blush, da hat sie schon ein Hitzepen geschafft. Das ist ja krass. Jetzt muss ich aber mal gucken, wie ist denn der, damit man da ein Hitzepen schafft. Ja, es ist halt ein Roseton, ne? Ich denke mal, für viele bestimmt was. Bei mir sieht das nicht so gut aus. Dann haben wir hier ein Banana Powder von Revolution, komplett neu. Dann von Astor, den habe ich oder hatte ich, ich bin mir gerade gar nicht sicher, auch super niedliches Quattro. Dann ist wieder ein Revolution Highlighter diesmal, aber der ist schon, glaube ich, benutzt, da kann ich mal reinlangen. Auch, oh, der ist aber schön. Der ist golden, aber ich glaube, dass das was für mich ist. Ich mag ja nicht so gerne Gold, aber der, guck mal, der ist aber schön. Den muss ich mal ausprobieren. Annabelle mineralischer Highlighter Diamond Glow. Das sieht so aus in so einem Dings, ne? Und hier oben steht dann halt das drauf. So, jetzt muss ich das mal kurz swatchen. Aber wenn das so ein ist wie mein geliebtes, das ist, glaube ich, sowas. Man muss das irgendwie aufdrehen, genau. Von Le Mercier, das wäre ja mega geil. Ist das schön, das behalte ich. Das ist richtig schön. Ich weiß nicht, ob ihr es erkennen könnt. Das ist nur so ein Schimmer von Schimmer. Ich mache das mal hier drauf. Oh ja, für unter den Augen. Ich tue das, mach das mal. Schön. Schön. Okay, ein bisschen, es ist gerade ein bisschen too much, ja. Aber ich find's geil. Danke. So, das werde ich direkt aufschreiben. Das habe ich jetzt schon probiert. Aber ich muss da jetzt mal ganz kurz ein bisschen mit meinem Schwämmchen drüber, damit das nicht strahlt wie ein Dings hier. Wow, das gefällt mir. So, das habe ich schon. Essence Contouring, das ist halt 2 Lidschatten. Einmal so und einmal in der Lidfalte. Finde ich super, das habe ich aber schon. P2 Touch Glow, Touch of Peony, das habe ich auch oder auch schon weitergegeben. Aber das ist eine super schöne Farbe. So für den, ne, da, wo ist es? Da, richtig schön. So, dann, das hatte ich auch schon mal. Ist schon ewig her, dass ich das hatte. Werde ich auch weitergeben. Dann, Bourjois, was bist du denn? Smoky Look.
Ich mache das mal auf, dann kann man es besser sehen. Ach, guck mal, wie niedlich. Da geht man quasi, guck mal, da sind so verschiedene Töne. Dann geht man mit diesem Schwammapplikator da so rein, dann drückt man sich das bestimmt aufs Auge. Das muss ich ausprobieren mit euch zusammen. So, Viva Brasil, ein lila Lidschatten. Jetzt muss ich den erstmal swatchen, weil ich habe so viele geile lila Töne in Paletten drin, wenn ich mal Bock auf lila habe. Es ist ein schönes Lila, muss ich sagen, aber es kommt nicht an meinen lila Tönen dran, die ich so mittlerweile tatsächlich besitze. Ich tue das mal eben weg. Was ist das denn? Revolution? Das ist ein Highlighter. Guckt euch das mal an. Das sieht aus wie so ein Goldbarren da drin. Oh. Ja, guck mal. Sieht, boah, jetzt muss ich mal swatchen. Warte, ist komplett neu. Nein, den lasse ich. Warte, das ist komplett neu, dann kann ich das echt mal so abgeben. Krass, ey. So, dann, das hatte ich, bin ich mir gerade nicht sicher. Aber das ist eine super Palette. Die habe ich auch mal in so einem Silent Talk benutzt. Finde ich super. Dann, die hatte ich auch mal, beziehungsweise, ich weiß jetzt nicht, ob das natürlich die Farbsache ist. Eine Essence Lights of Orient, so eine Palette. Ich finde die ist Packaging sehr schön. Ja, die war das, ist das. Die hatte ich schon mal. Die gebe ich auch weiter. Von Kiko haben wir hier was. Und zwar Multitone Bronzer Jovial Tan. Das ist so eine LE gewesen. Oh ja, aber ich glaube, den hatte ich auch schon mal. Also sieht übrigens so aus, hat sie auch schon Hitzepan geschafft. Ich bin da immer wieder fasziniert. Oh, das ist aber ein schöner Bronzer. Der sieht aber schön aus und der ist ganz soft. Und der hat so ein Semi, wisst ihr? Bin bald auch. Dann haben wir hier so eine Box. Fape Factory Georges 4 Color Eyebrow Palette. Der fliegt mir schon der Augenbrauenpinsel runter. Und da kommt noch was in mir entgegen. Oh, das sieht aber nett aus. Also richtig schön nett. Das sieht, hört sich immer so schlimm an. Ne? Aber guckt mal. Okay, guckt mal. Voll schön. Wo ist denn jetzt das Pinselchen hin? Da. Ja, werde ich definitiv ausprobieren. Und die Highlighter, die sind ja hübsch. Oh mein Gott, sind die schön. Wow. Okay, wird benutzt. So. Dann von Mina haben wir hier was. Cream Eyeshadow. Geh einfach weg. Das war ein super Schätzchen, aber da ich ja, ja so viel habe, habe ich den aussortiert und der wird dann auch weiter wandern. Da rein. Pixie bei Petra haben wir hier ein, ja, ein, wie nennt man das? Ein Blush. Und das gefällt mir, glaube ich. Oh ja, das gefällt mir auch so. Oh, das gefällt mir sehr gut. Oh mein Gott, das sieht schön aus. Das kommt auch hier in meine Schublade, die ich gleich nicht mehr zugehen wird. Revolution, oh Gott, wie niedlich, die ist auch neu. Voll süß. Dahin. Oh, die sieht aber schön aus. Und ich glaube, die hatte ich die nicht irgendwann letztens schon bekommen? Oh, die sieht aber schön aus. Guckt mal, Eyeshadow Palette, wovon ist die? Von H&M. So schaut die so aus. Und wenn man die öffnet, boah, voll schön. Neu. Danke. Ja, Box Nummer 2 ist leer. Wo bin ich hier? Ach, da habe ich ja noch Boxen getan. So, weiter geht's mit der schwarzen hier. Also mega verpackt. Also wirklich krass, ey. So. Oh, hier sind Pinsel. Fallen mir direkt mal ins Auge von Revanche. Heißt das Revanche? Da haben wir einmal sowas. Hier so einen flachen. Wovon kann man aber auch als Lidschatten. Ich werde dafür Verwendung finden. Dann ein Kontur. Auch super. Dann hier so ein ja, Buffer. Kann bestimmt auch Puder so hier unterm Auge mit auftragen. Und so auch noch so, ich sag mal, dafür, nee, sowas benutze ich gerne für Rouge. Cool, danke. Dann Douglas Pink Nudes Eyeshadow Palette. So, da ist sie schon offen, dann mache ich da mal. Gehe ich da mit meinen Fingern? Nein. So. Die hatte ich mal in groß, glaube ich.
The Pink Nudes. Oder habe ich die nicht sogar noch? Guck mal. Auf jeden Fall schön. Kann man definitiv was mit anfangen. Vielen Dank. So, dann haben wir hier noch Peel Off Gold Mask. Okay. Peel Off. Ich habe da Angst vor. Bei so Peel-Off habe ich ja echt Schiss vor. Das werde ich weitergeben. Aber das hier, das ist was für mich. Das sind die Cucumber Under Eye Masken. Finde ich super. Wow, und dann haben wir hier ganz viele Stifte. Oh mein Gott. Okay, dann ich gehe im Schnelldurchlauf einfach so durch. Ne? Ich sage da jetzt gar nicht viel zu. Make-up Coach. Okay. Dann ein lila Kajal, denke ich mal, ja. Ein Revolution Schwarz, der ist aber schön, den wir heute auf jeden Fall schon mal. Ich habe eigentlich genug Schwarz. Ein Catrice Long Lasting in Schwarz. Und der sieht sehr neu aus. Und die Catrice Dinger sind gut, da habe ich gerade auch einen von drauf. Extreme Lasting von Essence in einem Schwarz. Nein, komm, so viele Schwarz brauche ich auch nicht. Long Lasting Eyeliner Black Waterproof von Rival de Loop. Der sieht aber sehr, sehr schwarz aus. Oh no, ich will auch gar nicht so viel schwarz. Hot Chocolate. Auch von Essence ein. Ja, der ist auf jeden Fall braun. Gucken wir mal, den werde ich jetzt mal hier hinlegen. Dramatic Cool Kajal von Rival de Loop. Krass, hast du viele schwarze. Mask, Eyeliner, Snowflake, den hatte ich mal. Ich glaube, den habe ich aussortiert. Dann Catrice, Velvet Matte Smoky Pencil. Das ist aber auch sehr schön weich. Die ganz besonders weichen, die verwende ich doch, also benutze ich auch doch mal. Altera Natur Kosmetik. Das ist aber auch schön schwarz. Black Glitter. Fällt gar nicht auf, das Glitter. Dann Alverde Kajal in einem Grau. Ne, komm, den gebe ich weiter. Grau benutze ich selten. Nagelweißstift. Mine befeuchten. Okay. Ich habe ja meistens diese Kunstdinger. Ne? Kohlkajal von Catrice in einem, ja, in so einem Perlmutt. Catrice Made to Stay Inside Eye Highlighter. Ja, aber da habe ich mittlerweile den einen. Ich hatte irgendeinen anderen, der war besser. Brow Pencil von Catrice, finde ich super. Boah, ist ja schön dünn. Oh ja, den werde ich gerne mal ausprobieren. Den werde ich mir auch direkt hier hin tun. Extreme Lasting Essence. Oh Gott, boah, ist ja auch schön schwarz. Oh mein Gott. Revlon Colorist Cream Gel Cranium. Oh, wo ist er hin? Den muss ich erstmal anspitzen. Essence Lip Liner. Ja, aber die mache ich nicht so gerne. Keine Ahnung. Das, ich zeige gar nicht, weil das sind einfach zu viele sonst. Da ist immer noch mal so ein Essence. Aber der ist schön weich noch. Krass. Dann haben wir den letzten Dings hier. Eyeliner Pencil von Revlon. Ist so ein lila, aber nee. Dann haben wir hier zweimal diese Kiko Long Lasting Eyeshadow Pencils, die ich ja sehr, sehr mag. Eine schöne Farbe. Ich weiß nicht, ob ich den schon habe. Muss ich mal nachgucken. Und Kiko Nummer 6. Den müsste ich aber haben, aber ich... Ja, der ist schön. Ja, das ist alles, was ich so gerade mal geswatcht habe. Ich mache mir das mal eben weg. Unglaublich. So, keine Ahnung. Ich muss mal eben ein bisschen was wegräumen. So, dann haben wir hier noch Catrice Eyeshadow Sticks. Das ist so eine Dreiecksform. Ein bisschen. Oh, der ist, glaube ich, ein bisschen durch. Ja, da muss man ordentlich drüber gehen. Ich glaube, weil der war offen jetzt gerade hier drin. Vielleicht ist der einfach nur eingetrocknet während der Fahrt. Den werde ich entsorgen. Multistyle Matte Eyeliner von Catrice. Guck mal, der ist aber eine spezielle Form. Einmal breit, einmal schmal.
Und so auf Wasserbasis. Muss ich mal ausprobieren. So. Okay. Also, da bleiben Stains. Das tue ich mal hier. Das lasse ich mal hier drin. So. Jetzt kommen wir zu der letzten Box. Und die, ja, die ist okay von der Schwere. Wo haben wir denn hier da? Meine Güte, ist das ein Paket, Evelyn. Hammer. Das habe ich echt nicht erwartet, aber ich freue mich mega darüber. Ne? Also, Hammer. So, ich habe es auf. Jetzt kann ich die Pinzette wieder wegtun. Und, Hammer, das sieht auch gut aus. Eine Box hätte schon gereicht, ne? Das weißt du. Hammer. L'Oreal Mascara Voll/Architekt. Boah. Geh auf. Okay, sieht so aus. Gut. Mein Handy hat gerade vibriert. Ach, wird mal ausprobiert. Illuminating Primer von Rival de Loup. Ja, ist so ein gelblicher Illuminate. Ich muss noch mal kurz sauber machen. Yes, geil, von Benefit. Brow hier, finde ich super. Cool, freue ich mich, kommt in meinen Backups. So, Extreme Last Volume Mascara, die mag ich nicht, die geht weiter. Ja. So, dann, was haben wir hier noch Schönes? P2 Waterproof Liner. Guck mal, das sieht so aus. Oh, in so einem Rosé. Okay, wird verwendet. So, dann. Ah, hier haben wir nochmal das Dingens hier. Revolution Blush. Ist auch neu. Eye Paint von L'Oreal in so einem Khaki-Grün. Hatte ich, glaube ich, auch schon mal sowas. So, dann Glam Glow Super Serum. Ich stehe auf Glam Glow. Nur arschteuer das Zeug, ne? Wird verwendet. Einfach mal austesten. Riva Loves Me Tropical Bronzer. Sieht relativ dunkel aus, aber ich probiere ihn mal aus. Der ist sehr arschig. Solche Töne, egal wie schön soft der jetzt gerade ist, ne, da sehe ich aus, wäre ich verprügelt worden. Als hätte ich so einen, ja, einen drauf bekommen. Leider kommt er weg. So, dann haben wir hier Magic Brow. Ein Brow Pencil von Lord & Barry. Relativ hart. Ist mir tatsächlich zu hart für die Augenbrauen. Dann Soap Styler. Ist das eine Pinselseife? Ich glaube ja. Ja, ich denke schon, das ist eine Seife. Gehe ich mal von aus. Aber hier ist auch so ein Pinselchen bei, so ein Kamm. Was bist denn du? Hier hinten ist ein Etikett drauf, kann ich leider nicht sehen. Nee, es ist eine Brauenseife. Leute, wofür ist eine Brauenseife? Geht da keine normale Seife für? Ich weiß es nicht. Klärt mich da mal auf. Mattitude Long Lasting Lip Kit von Riva Loves Me. Einmal ein Lip Liner, der sieht sehr neu aus. Und ein Liquid Lipstick und der sieht nur geswatcht aus. Evi, sag mir mal Bescheid, inwiefern die nur geswatcht sind oder sonst irgendwas. Das wäre super interessant für mich. Steve Laurent. Davon habe ich mal irgendwas gehabt oder habe ich immer noch? Och, ist die süß. Hm, die ist auch nagelneu. Danke. So, dann von Dior, so eine Luxusprobe von, oh Gott, yeah, ist ein super Make-up, ich liebe es, habe ich schon mal leer gemacht, freue ich mich drauf, lege ich mir direkt hier unterm Spiegel, dann haben wir hier einen Bronzer von Love, finde ich super, den habe ich bestimmt schon, die Nummer 10, da, das ist er, Sensual Caramel, den besitze ich schon, aber ich finde den toll. Ich glaube, der kommt erstmal in meinen Backups.
Ja, gut, das da habe ich schon, das kommt weiter. Tattoo Brow, das ist super, das Zeug. Das habe ich ja. Achso, nee, das ist was anderes. Doch, aber im Endeffekt habe ich das da trotzdem schon gehabt. Das ist nämlich. Also eine Farbverpackung. Da ist Spoolie mit Augenbrauenpinsel und dann ist da hier diese Eyebrow Pomade von. Krass. Von L'Oreal. Cool. Ach Mensch, ich freue mich sehr. Also es ist wie Weihnachten und Geburtstag zusammen hier. Und dann haben wir noch zwei Teile und dann seid ihr mich los. Hammer. Danke, 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 danke. Ne? Ultimate Glow Getter. Oh, die liebe ich ja. Ne? Also das ist die, ist die nicht von Real Her? Genau, die habe ich schon und ich glaube, die, dass ich die tatsächlich... Soll ich die nochmal behalten? Nein, doch. Ich werde die erstmal behalten. In Backups, weil ich die wirklich sehr toll finde. Und zu guter Letzt haben wir hier einen Blush and Highlighter von Manakada. Ich bin geflasht. Ach, das kenne ich schon. Das habe ich schon ganz oft gehabt, aber das ist neu. Das werde ich dann mal weitergeben. Wie schön der neu aussieht. Ich hatte den bisher immer nur gebraucht. Ich bin durch. Also nicht ich persönlich, aber mit den Sachen. Ich danke dir vielmals. Ich bin sprachlos, wirklich. Also das ist ein wahnsinnig tolles Überraschungspaket. Vielen, 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 vielen Dank. Vor allem, weil ich damit wirklich überhaupt nicht gerechnet habe. Ich habe halt die ganze Zeit gedacht, da kommt bald eins von Simone. Aber das hier hätte ich nicht erwartet. Danke. Also ich kann nicht danke oft genug sagen, weil das ist überhaupt nicht selbstverständlich. Das ist richtig viel gewesen. Vielen Dank, meine Liebe. Und ja, auch allen anderen danke fürs Zusehen und bis bald. Bleibt gesund. Ciao.